Moin Leute und willkommen zurück zu Code Veronica. Und wir schnappen uns, wie in der letzten Folge versprochen, sage ich mal, die Magnum. Wenn wir die Magnum haben, haben wir ja neue Munition drin, ne? Ich überlege gerade, ob ich die Pistole einfach hier lasse. Und nur die... Vielleicht ist das dumm. Und nur die hier mit... Ich fühle mich wieder so untertüdelt dann. Aber ich habe halt so wenig Platz eigentlich. Oder so eine mal mitnehmen. Oh, ich wollte noch das hier ausprobieren, ne? Fällt mir gerade ein. Konnte ich die... Die miteinander kombinieren? Nee. Hatte ich das schon ausprobiert? Ich weiß es nicht mehr genau. Ach nee, das waren die... Das war ja... ich glaube... Egal. Ich probiere das. Ich gehe jetzt das Risiko ein und nehme das mal so mit. Ich weiß halt echt nicht, was mich da erwartet. Ne? Aber wenn ich jetzt noch Pistole und Pistolenmunition mitnehme, sind noch zwei Plätze weg. Den Feuerlöscher, den würde ich danach wegschmeißen. Der ist dann frei. Aber dann habe ich dafür die Magnum drin. Das heißt, der Platz ist auch wieder belegt. Wieder zwei frei. Zwei Plätze frei ist... Ich nehme die mit. Ich nehme die lieber mit. Bevor ich nachher dastehe und nichts mehr habe und wegrennen muss. Oder einfach sterbe, weil gar nichts mehr. Ich nehme die mit. Besser ist das. Ich glaube, das wäre auch eine scheiß Idee gewesen. Jetzt, wo hier alle Zombies weg sind. Verschlossen. Na gut. Ob die da an der Wand auch nochmal rauskommen? Weil sie sich so denken, ja, jetzt habe ich genug Parasiten in mir, jetzt geht's ab. Wir werden es sehen. Oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt. Man weiß es nicht. So, hier ist der Hunter gewesen, oder? Nee, ach nee. Ja, er ist der Spinnenraum. Das war hier, ne? Nee. Das war da drüber und dann... Der Raum war das. Mit dem Fahrstuhl, ja. Und dann, ja, okay. Boah, diese Spinne, die macht mich echt irre da unten, ne? Blablabla. Ja, das ist auf jeden Fall nicht da. Runter. Nein, 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 nicht runter. Ich muss doch erst... Oh, ich muss den noch erst voll machen. Dumm. Und wieder nach oben. Trottel. Muss ich den benutzen? Nice. Feuerlöscher wurde gefüllt. Easy. Geil. Leute, die Magnum ist unser. Wahrscheinlich kommt direkt so ein Hunter. Greift uns an. Use it. Nice. Testen? Nein. Hängt da einfach ein Kabel. Mit 6 Schuss drin. Easy. Immer gefüllte Waffen findet man hier. Oh, hier haben wir doch diese eine Pistole gefunden, ne? Diese eine Maschinengewehr da. Oh, guck mal. Wir hätten hier auch den Raum aufsprengen können jetzt noch.
Weil der Zünder ist ja in der... Ja, Dings. Mittlerweile weiß ich ja, dass diese Sprengkapsel für diesen Schrank hier nutzbar ist. Ach, Mann. Weil ich das nicht mehr wusste einfach. Ach, komm. Ich glaube, Max hat gesagt, da ist nur Munition drin. Er war sich nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist nur Munition drin. Zack. So. Jetzt müssen wir ja wieder zurück zu dem Hunter. Können wir den Feuerlöscher jetzt eigentlich wechseln? Oh nee, er verschwindet automatisch. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ich wollte nochmal auf die Map gucken. Weil ich muss ja jetzt nochmal... Ja, ich muss ja an dem Hunter vorbei. Den flexen wir erstmal weg. Oder mit der Magnum. Ja, Magnum lohnt sich da nicht. Da muss schon was Böseres kommen. Hey, Dude. Oh, haben wir 4 Schuss dafür gebraucht? Dann ist der Granatwerfer doch besser gewesen. Oh, jetzt haben wir sogar 5 gebraucht. Mist. Ich hatte irgendwas anderes im Kopf. Na gut. Ab in den nächsten Raum. Ärgerlich. Dann ist der Granatwerfer doch besser. Ja, Leute, der ist doch besser. Aber hat halt... Oh, das ist ein Fahrstuhl. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber der hat deutlich kürzere Reichweite. Die normalen Patronen. Die normalen Granaten. Oh, fuck you, ey. Mein Gott. No, ich muss... Leute, was soll ich dazu sagen? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich auch voll erschrocken. Der Vorteil ist, wir können die Sprengkapsel jetzt mitnehmen. Oh, warte. Hä? Ich habe die gar nicht mehr? Warum habe ich die denn nicht im Inventar? Hat Claire die bei sich? Oh Mann, wie dumm ist das denn? Ja, nice. finde ich ein bisschen witzig, leider. Soll ich hier eine Patronen so mitnehmen oder soll ich hier sowas zum Ballern mitnehmen und das dann wegschmeißen einfach? So eine Maschinenpistole. Ah, der nimmt 2 Plätze weg, ne? Ich meine, die Magnum ist drin, dann haben wir das da. Die Heilung können wir dann auch benutzen eigentlich. Ja, das Inventar ist dann einfach voll. Ja, komm, die lassen wir weg. Wir nehmen mal noch hier so... Napalm, Säure. Ich weiß nicht, was stärker ist. Ich glaube, Säure ist stärker, oder? Ah, egal. So, jetzt geht's natürlich in Highspeed-Manier wieder dahin, wo wir gerade waren. Wobei, ich kann den auch direkt ausrüsten hier. Weil wir begegnen ja als erstes dem Hunter, oder? Wobei, ich habe ja den Fortschritt komplett hier jetzt nicht gespeichert. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, ist ja weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe bisher. Zack.
Oh, warte mal. War ich denn da unten in dem Raum drin? Ja, ne? Das haben wir in der Folge davor gemacht, ne? Ja, stimmt. Wir wollten uns... Ja, wir haben uns in dieser Folge direkt hier die Magnum holen wollen. Und... Ja, okay. Dann sind wir... Sind wir hier richtig? Das war ja knapp. Und er ist jetzt tot. Ich muss auf jeden Fall dran denken, wenn ich aus dem Fahrstuhl rauskomme, dass gleich so ein bunter Hunter vorbeikommt. Ne, erst zu der Tonne. Erst zu der Tonne und den Feuerlöscher voll macht. Kriegen zwar einmal alles doppelt hier mit, aber das war jetzt auch nicht so viel. Also vom Progress her. Ich habe ja ein bisschen rumgetüdelt hier. Bisschen lang gebraucht, bisschen dumm gelaufen. Von daher geht das jetzt ein bisschen schneller. Sneaken hier die Magnum weg und können direkt den Raum verlassen. Da unten eigentlich noch weiter durch die Tür da rechts? Hab ich gar nicht geschaut, oder? Ne, da ist keine Tür angezeigt. Aber da, sehe ich gerade, ist noch der Fahrstuhl da hinten. Da war ich auch nicht. Oder kam ich da gar nicht hin? War das so? Ach nee, doch. Ach, dumm. Hier kam ich nicht weiter. Habe ich doch benutzt. Ich ging nämlich nach oben und nicht nach unten. Ja, wir müssen ja das Wasser da rauslassen dann. Oh, da ist wieder dieser Scanner. Oh, da ist direkt noch einer. Oh, ich könnte... Das mache ich jetzt auch. Ich rüste mal eben die Magnum aus. Nice. Umzug gekommen. Und baller das Ding damit einfach weg. Gute Idee, I think. Brauche ich nur Reaktionen. Weil man sieht den halt auch nicht, weil der von vorne kommt. Nice. One shot, Wonder. Ah. Aber dass man hier so schlechte Kamerawinkel einfach hat, ne? Ich drücke immer die falsche Taste, ne? Jedes Mal, in jedem Resident Evil einfach. Okay, wir können auch direkt gegenüber gucken. Naja, wenn wir hier schon mal sind, jetzt. Wobei, wir können auch die Tür erstmal abchecken. Oh, ein Karussell-Ding. Kann man das benutzen? Scheinbar nicht. Oder ich mache hier wieder, weil ich dagegen laufe und drücke. Habe ja festgestellt, dass das oft nicht funktioniert. Nee, okay. Zack, 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 zack. So, Doppeltür? Nö. Wir nehmen die hier vorne. Was da drin ist.
Mehr Türen einfach. Noch mehr Türen. Oh. Ein blaues Kraut, ein blaues Kraut. Okay, komm, hier. Wir machen mal hier sowas hier. Alter, wie viele sind das, Mann? Leute, bleibt mal locker. Aber hier gibt es halt auch schon wieder blaues Kraut, ne? Oder? Das war für den Dude gerade eben, falls er mich vergiftet hätte. Boah, noch mehr. Wie viele seid ihr? Ihr seid einfach drei. Drei Zombies. Die kriege ich doch... Ach, Mann, ey, Leute. Kriege ich doch mit meiner paar Pistolenpatronen hier nicht weg, ey. Boah, ey. Die Zombies halten einfach achtmal mehr aus oder so. Ist das ein grünes Kraut? Ich guck mal ganz kurz, ob das, wenn es ein grünes ist, dann... Dann snack ich das mal weg. Weil es geht, snack das hier auch weg. Offenbar wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Tür ist was? Durch Strom führen kann sie bestimmt wieder öffnen. Okay. Die Tür hat keinen Strom. Was lag da denn? Oder war es ein Helm? War wohl ein Helm. Dann können wir noch hier... Nee. Doch. Gehen wir mal hier rein. Oh, da, Pistolenmunition. Und noch mehr Kraut. Boah. Der Moment, wenn du denkst, du hast einfach nicht genug Munition, kriegst du einfach super viel Munition. Und einfach noch mehr Kraut, wenn das, ich das richtig sehe. Da steht noch eins, oder? Ist das ein blaues? Ja, okay. Nein. Oh, das sieht mir nach Stromgenerator-Dings aus. Oh, das ist eine Schreibmaschine. Oh, das ist ein Safe Room hier. Das ist eine Anlage für Stromanschluss. Hier ist ein 8-Kennen-Öffnung. Das machen wir noch eben hier. Nice. Ich krieg den Stromschlag des Todes und bin tot. Muss alles nochmal machen. Lage für Stromanschluss. Ist hier so ein Hebel da? Klack. Strom an. Nice. Oh, da ist noch ein grünes Kraut. Nee. Warte, warte, warte. Ich wollte zwar nichts benutzen, aber... Oh, da ist noch Munition einfach. Mann, habe ich so gesehen, als der Raum dunkel war. Ach, habe ich ja gar nicht dabei. Das kommt weg. Bup, bup. Dick, 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 dick. So, und die tausche ich jetzt auch wieder aus. Ich fühle mich mit der Schrot irgendwie ein bisschen sicherer. Ich weiß nicht warum. So, den Briefbeschwerer. So, jetzt snacken wir noch hier die Items weg. Wahrscheinlich fühle ich mich mit der Shotgun ein bisschen nicer, weil ich... da mehr Munition habe als bei dem Granatwerfer. So. Das schmeißen wir da rein.
Das Blaue nehmen wir auch eben mit. Es kann ja nicht schaden. Es kann nicht schaden einfach. So. Zack. 14 Bänder. Da haben wir ordentlich was. So. Farbband benutzen. Wir speichern jetzt und beenden hier an dieser Stelle diese Folge. Und in der nächsten geht's weiter. Ja, ich habe keine Ahnung. Da wir nichts geplant haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was auf mich zukommt. Mal schauen. Auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Hunter, mehr eklige Monster und vielleicht die Spinne. Vielleicht die Spinne, Leute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.